Hey Leute, ich bin Aleph. Halloween steht vor der Tür, weshalb es heute mal wieder ein Halloween-Tutorial gibt. Dieses Halloween-Tutorial braucht aber etwas Vorbereitung. Zuerst brauche ich eine Folie und Latexmilch. Verwendet zum Auftragen der Latexmilch aber bitte keinen Pinsel, den macht ihr euch so nur kaputt. Viel besser eignet sich hierfür das andere Ende eines Pinsels. Mithilfe des Pinselendes tragt ihr kreisförmig etwas Latexmilch auf die Folie auf. Es muss aber kein komplett runder Kreis sein. Dann nehmt ihr ein Taschentuch, trennt die einzelnen Schichten voneinander und zerreißt es in kleine Stücke. Diese Stücke rollt ihr dann ein und platziert sie auf der noch flüssigen Latexmilch. Dann tragt ihr noch eine Schicht Latexmilch auf und lasst das Ganze trocknen. Das dauert zwischen einer halben und einer Stunde, je nachdem wie dick die Schicht ist. Wenn es trocken ist, was man daran erkennt, dass sich der Latex gelblich verfärbt, kommt die nächste Schicht Latexmilch drauf. Dann wieder gut trocknen lassen und anschließend die nächste Schicht auftragen. Die Latexmilch sollte vor allem auf der Innenseite konzentriert sein, sodass man dort einen weichen Übergang schafft. Auf der Außenseite sollte eine harte Kante am Taschentuch bleiben. So kommen insgesamt 4 bis 7 Schichten drauf. Parallel dazu kann man die zweite Latex-Application anfertigen. Dazu trägt man auf die Folie mit Latexmilch einen Kreis auf, der groß genug ist, um die gesamte Augenhöhle abzudecken, und füllt diesen Kreis mit Latex aus. Dann tragt ihr wieder zerrissene Taschentücher auf, diesmal allerdings nicht eingerollt, sondern leicht zerknüllt oder flach. Danach kommt wieder eine Schicht Latexmilch drauf und es muss trocknen. Auch hier kommen nach dem Trocknen mehrere Schichten Latexmilch drauf, die dazwischen jeweils trocknen müssen, wobei diese Application mehr Schichten und zwischendurch auch immer wieder mal Taschentuchfetzen haben darf. Nachdem alle Schichten Latexmilch aufgetragen und getrocknet sind, müsst ihr eure Latex-Applications abpudern, sonst kleben sie zusammen. Hierfür könnt ihr ein normales Gesichtspuder, ein Babypuder oder einen Lidschatten verwenden. Ganz egal, Hauptsache es ist hautverträglich und puderförmig. Dann löst ihr eure Latexteile vorsichtig von der Folie und pudert sie gleich auch immer von der Unterseite ab. Fertig sind eure Applications. Für das Make-up überdeckt ihr zuerst gründlich die Augenbraue von dem Auge, das abgedeckt werden soll, mit Klebestift. Dann klebt ihr das Latexteil, das über euer Auge soll, mit Mastix oder Latexmilch auf. Passt hierbei aber unbedingt auf, dass euch nichts davon in die Augen gerät. Zum Aufkleben tupfe ich Mastix mit einem Wattestäbchen rund um mein Auge herum auf. Mastix hält am besten, wenn man so lange tupft, bis er Fäden zieht. Dann klebe ich meine Application auf und klebe anschließend den Rand mit Mastix nach. Die zweite Application bringt man nach demselben Prinzip an. Allerdings sollte man hier darauf achten, dass sowohl das zweite Auge als auch der Mund frei sind, wobei der Mund auch außerhalb liegen darf. Als nächstes überdeckt ihr die Ränder mit etwas Latexmilch, die auch nach dem Trocknen wieder abgepudert werden muss. Dann überschminkt ihr den Übergang zwischen dem Latex und eurer eigenen Haut auf der Innenseite der unausgefüllten Application mit einer Foundation. Anschließend tragt ihr ein ganz normales Beauty-Make-up im Innenbereich der Application auf. Dazu gibt es aber mehr als genug Tutorials auf YouTube, weshalb ich das hier nicht erkläre. Das ist zugegebenermaßen etwas schwieriger, wenn man nur auf einem Auge etwas sieht, aber nicht unmöglich.
Danach übermalt ihr alles außerhalb dieses Latexrings mit roter Theaterschminke. Die Application auf dem Auge färbt ihr mit dunkelroter Theaterschminke nach. Und auch drumherum verteilt ihr dunkelrot, damit das Ganze etwas mehr Struktur bekommt. Mit etwas schwarzer Theaterschminke malt ihr alle Vertiefungen der Latex-Application auf dem Auge an, um mehr Dreidimensionalität zu kreieren. Auch im restlichen Gesicht verteilt ihr etwas schwarz, geht aber eher sparsam damit um. Zum Schluss verteilt ihr noch Kunstblut überall außerhalb des Latexrings. Ich empfehle beim Kauf von Kunstblut darauf zu achten, dass es möglichst dunkel ist, da die meisten Kunstblutsorten viel zu hell sind. Ich hoffe, euch hat dieses Halloween-Tutorial gefallen. Falls ja, gebt mir noch gerne einen Daumen nach oben und vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!